Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Ach ja, jetzt werden wir erstmal ein bisschen abforsten hier. Weil ich glaube, das ist hier etwas zu viel Bäume. Das ist doch zu viel Baumsalat hier, sonst sieht man nämlich die Taverne nicht. Und ich werde mal die Aufforstung hier dann auch ausstellen. So, hier bitte keine neuen Bäume. Sonst haben wir nämlich von unserer Taverne nicht viel. Oh mein. Ja, also ich frage mich eh, wie die das hier gerade hinkriegen. Bauarbeiten mit einem Baum im Haus. Das würde mich ja stören, ehrlich gesagt. Wenn ich hier um den Baum rumbauen müsste. Aber okay, unsere Baumeister sind ja kreativ. Die kriegen das schon hin. Hoffe ich. Irgendwie. Mal gucken. Das schafft ihr schon, Leute. Das schafft ihr schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Okay, haben wir hier genügend Fisch auf Vorrat? Wir haben sehr viel Fisch. Wo wird denn der hier gerade verkauft? Verkaufen wir den hier? Ah. Hier können wir Fisch verkaufen, denn wir haben offensichtlich genug. Da freuen sich dann auch die Leute. Das hatte ich irgendwie total vergessen, dass man da Fisch hinmachen kann. Schlimm. Ich bin alt. Ich werde alt hier, definitiv. Das sind hier so die ersten Ausfälle. So, jetzt haben wir hier vier Leute, die sich um die Warenbewegung kümmern. Haben wir hier genügend? Ja, yep, hier sind es auch vier. Das ist wichtig. So. Hier sind auch genügend drin. Yep. Wobei ich fast die Befürchtung habe, dass hier die Produktion nicht so gut funktioniert. Weil hier kommt irgendwie keine Wolle an. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie das funktioniert hier. Vielleicht wird dann hier auch demnächst mal gebaut, wenn wir hier ein paar neue Leute brauchen. Mal schauen. Aber bisher bin ich ja ganz zufrieden mit der Art, wie das hier läuft. Vor allem unser Hopfenfeld sieht auch ziemlich schick aus. Also etwas gleichförmig, aber schick. Lässt sich sehen. Als nächstes müssen wir uns natürlich mal überlegen, ob wir irgendwann eine... Wo war denn hier das Haus? Das hier. Ah ja, okay. Das neue Haus hier direkt neben der Bäckerei. Na cool. Wohnt aber bisher nur einer drin. Weil es hier auch nicht so schön ist. Okay. Ich habe euch verstanden, liebe Leute. Ich habe euch gehört. Ihr wollt hier ein bisschen schöner haben. Mal gucken, wie attraktiv ist das. Jetzt nicht so mega. Okay, ich merke das schon. Wir müssen hier ein bisschen Schönheit sehen. Huch. Ja, ja, ist okay. Wir müssen etwas schöner machen hier. Wir könnten hier erstmal ein paar Bäume setzen. Aber ich mag ehrlich gesagt auch diese Zierbäume sehr. Ich weiß nicht, ich mag die einfach. Die haben schon was. So, das setzen wir hier hin. Und wir könnten hier vielleicht auch noch irgendwo einparken. Hm. Vielleicht hier hinten am Hof. Ja. So, dann hätten wir das schon mal. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Deko. Also so Weizensäcke oder so Zeug, denke ich mal, passt hier prima hin. So, wo können wir das dann hinstellen? Ah ja, hier so ein Wasserbottich. Kommt doch auch nicht schlecht. Der darf nur den Eingang hier nicht verdecken. So, setzen wir den erstmal hier hin. Okay, was könnten wir denn hier brauchen? Haufen Getreidesäcke. Das ist immer gut. Nee, warte mal. Das ist Blödsinn, weil Getreidesäcke braucht man ja eigentlich nicht. Huch. Ich glaube, ich setze hier einfach mal so diese Ressourcenmischung hin. Irgendwas davon wird schon passen. Weil die Getreidesäcke an sich, die müssten ja eigentlich zur Mühle. Stapel von Protokollen. Ah, das ist jetzt nicht so schön. Haben wir nicht irgendwo ein paar Mehlfässer oder so? Oder Sack mit Getreide? Oh ja, guck mal hier. Quadratische Säcke, das ist doch auch nicht verkehrt. Setzen wir die mal hier hin. Und dann hier noch so einen Sack. Und hier vielleicht noch einen. Ah, ich glaube, das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Grasräumung. Ah ja, klar, hier soll das Gras weg. Nee, lass mal.
Hier könnte man natürlich noch ein paar Frachtkisten hinstellen. So, hier vielleicht. Boah, ich denke, das ist auch okay. Brauchen wir vielleicht noch ein Wasserfass oder sowas? Haben wir hier eins? Einmal mit Wasser. Boah, der kommt hier auch ganz gut. So, schauen wir doch mal. Was ist denn das hier? Ein Rack mit Werkzeugen. Ja, nee, das passt jetzt nicht so gut. Trog mit Wasser. Ich glaube, noch ein paar Blümchen und dann sind wir hier durch. Wir könnten ja hier mal so ein paar rote Blümchen tun. Ah, ich glaube, die roten Blümchen sind okay. Da sind die Leute halt immer gleich so kritisch, wenn es hier um Fertigungsstationen geht. Ich weiß nicht, also alles, wo verarbeitet wird, das gefällt den Leuten nicht. Ist halt wohl zu laut oder so, keine Ahnung. So, dann gucken wir doch mal. Hier nochmal so ein gelbes Dingens. So, zwei weitere Passanten. Ich denke mal, jetzt bastel ich die Immigration mal aus. Sonst haben wir hier zu viele hungrige Mäuler, die nicht arbeiten. Das können wir uns gerade nicht so gut leisten. So, schon ist die Gegend hier viel schöner. Und es sieht halt auch gleich etwas belebter aus, wenn hier so Zeug rumsteht. Ja, finde ich gut. So, gucken wir doch mal, ob sich das jetzt hier auf die Schönheit der Umgebung auswirkt. Oh ja. Inzwischen ist die Bäckerei dann so ein richtiger Schönheitsbringer. Cool. Mittelattraktiv. So gehört sich das, Leute. So gehört sich das. Aha. Euch zwinge ich noch dazu, dass es hier schöner wird. Ah, oh my. So, gucken wir doch mal, wie das hier läuft. Kommt hier genügend Weizen ran? Yep. Genauer gesagt, ihr holt euch schon wieder den Weizen. 28 Stück, oder wird einiges abgebaut jetzt? Cool. Da hat die Brauerei dann immer genügend Weizen, das ist gut zu wissen. So. Wie viel haben wir denn jetzt auf Vorrat? 24? Okay, wie geht's denn in unserer Taverne? Wurden schon die Bäume gefällt hier im Haus? Also dieser Baum, der ist schon sehr renitent. Wir haben hier immerhin jetzt einen Stall. Wobei ich mich immer noch frage, wie die Pferde hier reinkommen. Die müssen wir da wohl irgendwie reinquetschen oder so. Keine Ahnung. So, was fehlt denn jetzt hier noch? Steine. Okay, wir haben überhaupt keine Steine. Verkaufen wir unsere Steine momentan? Ah, hier, klar, bevorraten. Haha. Ich habe ihnen gesagt, ihr kriegt keine Steine. Naja, gut. Jetzt dürft ihr euch erstmal ganz viele holen, liebe Leute. So, mal schauen. Sylvia bringt 27 Steine. Das, okay, ja. 27 auf einem Haufen? Das ist krass. Ihr seid hart, Leute, ihr seid hart. So, hier vorne wird noch irgendwas angebaut, glaube ich. Also hier. Zumindest sieht das so aus. Als käme hier noch irgendwas hin. Mal schauen, vielleicht hatte ich hier noch irgendwas vergessen, was mir jetzt nicht mehr einfällt. Mal schauen, was ist denn das? Ein Metallstab ist der hier. Fassschild. Küche haben wir schon. Dach, Tür C. Steinerweiterung. Steinerweiterung. Ha. Steinhalle ist das. Steinerweiterung, bla. Das ist das Ding hier hinten. Ha. Okay. Vielleicht ist das auch einfach der Schmuck hier. Keine Ahnung. Das werden wir jetzt aber sehen. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen, dass jetzt diese Baustelle hier fertig wird, weil wir genügend Steine haben. Oder zumindest zusammenkriegen. Na komm, Beinhard. Bau hier mal ein bisschen. Da unten ist er. Zack, 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 bam, bam. Okay, krieg da hin. Ja, immer ein schönes Gerüst bauen. Und nicht zwischen den Bäumen verloren gehen, Kumpel. Das ist immer so ein bisschen ungesund. Oh mei. Aber die ackern jetzt hier so richtig. Also, finde ich gut. Wir haben ja jetzt auch nicht mehr so viel, was noch fehlen würde. Da kommt schon die nächste. Ordentlich Arbeitskraft reinstecken, bitteschön. Ja, wir brauchen eine schöne Taverne, liebe Leute. Ah, jetzt kommt hier noch ein Querbalken. Und das rasiert dann wahrscheinlich den Baum doch noch irgendwann ab, oder? Hm. Ansonsten wäre das ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. So, dieser komische, krasse Baum hier. Sich an das Gebäude dran schmiegt. Aber gut, die anderen machen das ja auch. Mal schauen.
Ob das dann irgendwie weniger wird, wenn hier die Leute rein und rauslaufen? Oder einen Weg bauen oder so? Keine Ahnung. Aber jetzt kommen hier so Querbalken, okay. Oh, Hamfredus ist wieder am werkeln. Komm, Hamfredus, los geht's. Zeig uns, was ein echter Baumeister so alles kann. Du machst das hier schon. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, wenn du jetzt hier irgendwann mal rankommst. Kumpel, wo steckst du? Humfredus? Hallo? Ah, da ist er doch. Brav am Ackern? Ja, natürlich, wir brauchen noch ein Gerüst für hier oben. So, oh, jetzt haben wir keinen Baumeister mehr. Na, das ist ja mal fein. Warte mal, ich glaube, ich werde einen der Arbeitslosen noch als Baumeister anstellen. Offensichtlich können wir schon noch ein paar brauchen. Ah, Skylla bringt weitere Steine. Steine sind gut. Also ich habe die Hoffnung, dass das hier was wird. Okay, jetzt muss ich schon wieder Leute befördern. Haben wir hier irgendwelche Level 3 Freaks? Okay, hier gucken mal. Da, Level 3. Ihr könntet euch ein bisschen mehr anstellen hier. So, haben wir hier... Oh, Level 6. Wow. Die werden wir mal befördern. Die Hopfenbauern sozusagen. Die können das. Okay. Ja, reicht auch. So viel mehr wird jetzt nicht befördert. Sonst wird das hier so ein bisschen sehr übertrieben. Sonst nimmt das überhand. So, mal gucken, ob ich unsere Soldaten mal wegschicken kann hier. Verfügbare Missionen. Schwer und weit entfernt. Lass mal. Zu ungesund. Ich möchte ja, dass die Leute lebendig zurückkommen. Sonst lohnt sich das ja gar nicht, die alle auszubilden. Ja, ich weiß. Ich bin kein guter Söldner. Kein guter Söldnerchef. Oh Mann. Aber zumindest kommen wir jetzt hier voran. Also ich bin gespannt, was die neue Taverne kann, wenn das Bier dort drin verkauft wird. Ich meine, das Bier ist ja jetzt auch was Neues. Das hatte ich bisher in keinem Let's Play. Das kam irgendwann so zwischen. Während meiner freundlichen Pause kam das mit dem Bier. Ah, hier wird ausgebaut. Cool. Nice. So gehört sich das. Immer wieder schön machen. Damit hier viele Leute reinpassen. Genau. Oh, guckt mal hier. Zack, zack, zack. Bang, bang. Hat hier mal kurz an das Haus dran gedengelt. Also wenn das im realen Leben auch so schön laufen würde, so praktisch und bequem. Wir holen uns jemanden, der dann mal kurz so ein bisschen an der Bude rumdengelt. Oh, Alter. Okay, das wird jetzt richtig hart ausgebaut hier. Wow. Ist das mal krass. Huch, was wollt ihr denn schon wieder? Oh, ein bisschen langsamer. Also wenn du Brot willst, dann... Oh ja, Fisch hätten wir auch. Okay, dann gucken wir doch mal, wo uns momentan... ein bisschen die Schönheit fehlt. Ein paar neue Punkte und so. Handelsbonus wäre natürlich cool. Was haben wir hier sonst noch? Königreich brauchen wir jetzt nicht dringend. Jagdhütte könnten wir auch brauchen, haben wir aber nicht. Ich glaube, ich werde mal die Jagdhütte machen, weil alles andere ist jetzt nicht ganz so wichtig. Königreich. Okay. Hier hast du Fisch und ein bisschen Gold haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Tada. Okay, jetzt kann ich die Jagdhütte bauen. Oh, Tavernenwand kann ich mir damit auch kaufen. Cool. Und einen Handelsbonus könnte ich jetzt auch einkaufen. Okay. Hätte ich noch so viel vom Klerus übrig? Ah ja, wegen der Kirche, ne? So, das ist natürlich schön. Mehr Geld ist gut. Mehr Geld können wir immer brauchen. So, und ihr seid jetzt hier noch brav an der Taverne am Ackern. Das ist auch schön. Gebäude fertiggestellt, Wohnhaus. Oh, hier wird... Oh, die ersten Leute sind jetzt hier direkt neben die Brauerei gezogen. Okay. Ja, ist natürlich nicht so schön hier, aber, ne? Kürzere Wege sind immer eine gute Sache. So. Dann schaue ich doch mal, ob wir nicht hier irgendwo noch eine Jagdhütte rein... Oh, hier ist auch noch ein Häuschen. Cool. Krass. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch eine Jagdhütte irgendwo hingeschummelt kriegen. Das wäre natürlich cool. Denn die werden wir auch brauchen für unsere Taverne. Jagdhütte. Oh, das ist jetzt auch wieder so ein unglaublich attraktives Gebäude. Warum eigentlich? Wegen den ausgenommenen Tieren, die hier immer irgendwo rumhängen? Wahrscheinlich.
So, wo stellen wir denn die am besten hin? Ja, hier nicht. Hier wahrscheinlich eher nicht. So, können wir die hier noch hinparken? Ah, da haben wir aber nicht sonderlich viel Wald. Also wir bräuchten schon was, wo hier viel Wald ist. Oh Mann, das wird jetzt wieder die Nachbarschaft runterziehen. Ich glaube, ich setze die hier dran. So ein klein bisschen versetzt nach hinten. Ist doch nett. So, Taverne. Bist du bald fertig? Wir brauchen nur noch 10 Steine. Yay, das wird doch was hier. Und wir haben jetzt ein schönes Gerüst hier fürs Dach. Genau, so muss das. Also, zack, zack. Ich möchte in dieser Folge noch fertig werden, liebe Leute. Das finde ich jetzt sehr schön. Also, ihr Bauarbeiter, macht mal schneller. Ich will hier was gebaut sehen. Aber ich glaube, die Janet, die braucht ganz schön lange, um die Steine reinzuholen. Irgendwie. Kommt sie da schon? Nee. Das sind irgendwelche... Ah, da ist sie. Hallo, Janet. Los geht's. Mach mal hin. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch ein bisschen drauf rumhauen. Ja, genau. Ein bisschen mehr Arbeit, bitte. Ah ja, Humfredus übernimmt den Job. Der gute Humfredus, der macht das schon. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass er das gut hinkriegt. Oh mei. Und ich glaube, so als nächstes muss ich dann ein neues Herrenhaus bauen, weil wir brauchen hier dringend ein bisschen mehr Speicher für unser vieles Geld. Oh Gott. Es hört einfach nicht auf. Na, wird das hier was? Ja, das sieht doch gut aus. Yes, und die Taverne ist fertig. Juhu. Okay. Also, was haben wir denn hier Schönes? Gewählte Funktion. Bedientheke. Verkauft Ressourcentypen Taverne an die Dorfbewohner. Okay. Wein oder Bier? Wir haben Bier und hier packen wir noch jemanden rein. Wir haben einen Barkeeper. Also Leute, ihr dürft hier dann ordentlich saufen gehen. Und die Jagdhütte ist fertig. Warte mal. Die muss ich jetzt mal kurz benutzen. So. Ein Jäger bitte. Und wir müssen noch das Jagdgebiet zuweisen. Jagdgebiet. Wie wäre es mit hier? Du hast hier unglaublich viel Platz, wo du jagen darfst. Und hier hinten meinetwegen auch. Also das sollte doch so ein paar Wildschweine geben hier. Mal gucken, wie naturbelassen das dann am Schluss noch ist. So, nächste Steinerweiterung. Aufenthaltsraum. Ermöglicht es euch, einen Gerichtsvollzieher zu benennen. Okay. Warum kann ich große Halle nicht nehmen? Ah, die große Halle hat meine Unterkunft für den Chef. Aufenthaltsraum ist auch okay. So, wie viele Leute passen denn hier rein? Besucherzahl 0 von 2. Okay. Hier könnte ich noch einen Koch reinsetzen. Ein Wildschwein, ein Käse. Und ich glaube, ich werde hier auch nochmal Aufenthaltsraum machen. Damit hier viele Leute reingehen, die gleichzeitig irgendwie saufen können. Ja. Haha, so gehört sich das. Richtig schön viel Bier und so. Das gibt dann hoffentlich noch mehr Geld. Wir sind ja nicht einfach nur nett. Nein, wir möchten, dass die Leute hier ordentlich Geld lassen. Man sieht nur leider die Taverne jetzt nicht. Das ist echt ein bisschen scheiße. Ei. Okay, also das wird schon noch werden. Warte mal. Ich glaube, ich muss mal die Aufforstung hier ausschalten. Das ist so richtig. So. Da ist das dann hier so die Waldtaverne irgendwie. Und Rest ist dann halt wirklich was für unsere Holzfäller. Oh mein. Ah. Warte mal, ich glaube mal, hier könnten wir rein theoretisch noch irgendwas unterbringen, was wir irgendwann später brauchen. Oh Mann.
Das ist echt übel hier. Aber zumindest haben wir hier jetzt eine schöne Ecke. Also, sieht doch nett aus. Jetzt muss es nur noch ordentlich abgeforstet werden hier. Irgendwann kommen unsere freundlichen Holzfälle hier sicher auch noch vorbei. Also so eine schöne kleine Waldtaverne. Die Gäste werden sie schon allein deswegen nicht finden, weil sie nicht durch den Wald durchkommen oder sowas. Wer weiß. Sind hier denn überhaupt Leute? Wollt ihr hier nicht saufen gehen? Also so ein bisschen? Wir haben so viel Platz für euch. Ihr könnt da alle trinken gehen. Wollt ihr nicht? Traut ihr euch nicht? Oder aber die müssen jetzt erstmal in ihrer Freizeit auf die Idee kommen, dass es hier Bier gibt. Weil das wäre jetzt ein bisschen scheiße, wenn wir jetzt hier die Mega-Taverne hätten und niemand geht hin. Mal gucken. Kommt da jemand? Traut ihr euch nicht? Haben wir hier irgendwie nicht genügend Türen oder so? Müssen wir hier noch eine Tür hinbauen? Kommt ihr durch den Wald nicht durch? Ich hoffe es nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen scheiße, weil dieses viele Bier und so, das haben wir doch extra alles für euch gebaut. Vielleicht muss ich wirklich noch eine Tür hier hinten irgendwo einbauen oder so. So, warte mal. Tür. Ich setze mal hier hinten noch eine Tür hin. Besser ist das. Nicht, dass die dann da irgendwie dran scheitern. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir haben hier so viel Geld reingesteckt. Das muss doch noch was werden hier, Mensch. Alter Schwede, ey. Egal. Aber damit beschäftige ich mich dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem Versuch, unsere Wirtschaft hier ein bisschen weiter in Schwung zu bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Wirtschaft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.